Kommen wir nun allerdings zum besten Lifehack für die heutige Folge. Und zwar, falls ihr irgendwann mal einen beschissenen Tag haben solltet, dann setzt euch einfach eine Sonnenbrille auf, denn dann habt ihr nicht mehr einen beschissenen Tag, sondern eine beschissene Nacht. Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, vor einigen Tagen kam unter anderem dieser neue nice Hoodie in den luca-shop.de. Allerdings soll es heute nicht um mein tolles, super bequemes neues Merchandise gehen, meine lieben Freunde, sondern ihr seht es bereits im Titel eingeblendet, die dümmsten Lifehacks schauen wir uns heute an. Wie beispielsweise das hier: Wenn man einfach kein Geld für ein Lesezeichen hat, kann man einfach Ketchup benutzen. Ja, da denkt man sich jetzt vielleicht, hey, das kann ja nur noch besser werden. Wer nutzt denn Ketchup als Lesezeichen? Wer schneidet seine Tennisbälle in zwei Hälften, damit mehr in eine Box reinpassen? Ja, keine Ahnung. Aber es wird noch dümmer. Und zwar kennt das, glaube ich, wirklich jeder. Man hat eine Socke an, die ein Loch hat. Und man sieht halt den Zehennagel dadurch. Was kann man dagegen tun? Richtig, den Zeh einfach schwarz anmalen. Und dann sieht man das Loch nicht mehr. Also das ist ja wirklich, ich höre es schon wieder. Da wird schon wieder fleißig applaudiert hier im Publikum. Machen wir allerdings direkt weiter mit dem nächsten dummen Lifehack. Und zwar, was macht man, wenn man dreckiges Geschirr in der Spüle hat? Naja, entweder man wäscht es halt ab und dann ist es sauber, oder man legt einfach ein Bild von der sauberen Spüle über das dreckige Besteck. Ja, das ist wirklich auch IQ 10.000. Und wisst ihr, was auch IQ 10.000 ist, meine lieben Freunde? Wenn man Popcorn hat und am PC sitzt, aber dann einfach den Pulli falsch rum anzieht, sodass man das Popcorn direkt aus der Kapuze essen kann. Also das ist ja Wahnsinn. Der nächste Lifehack ist für alle Leute relevant, die morgens immer eine Menge Stress haben, also sehr wenig Zeit haben. Und zwar kann man einfach Zahnpasta auf sein Frühstück schmieren. So kombiniert man nämlich Essen und Zähneputzen. Aber ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Lifehack, der auch etwas mit Essen zu tun hat. Und zwar kann man so einfach sein Pizzastück erwärmen, wenn man gerade keinen Ofen oder Mikrowelle parat hat. Einfach ein Bügeleisen nehmen und die Pizza da drauflegen und dann föhnen, sodass das Pizzastück halt warm wird. Oder man macht es halt so. Wenn man ein Sandwich in der Uni hat, was noch kalt ist, legt man es einfach zwischen zwei Laptop-Akkus. Und ich schwöre euch, mittlerweile bei den neuen Laptops gibt es das ja, glaube ich, gar nicht mehr so richtig, dass da so ein richtiges Teil dazwischen hängt. Die Teile werden so unfassbar heiß, Alter. Das ist eigentlich gar nicht mal so dumm, der Lifehack. Machen wir allerdings direkt weiter mit dem nächsten Lifehack, den ihr hier gerade schon eingeblendet seht. Und zwar ist es ein mega cooler Flachbildschirm. Das war allerdings nicht immer ein Flachbildschirm, denn auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Ja, das ist ein Low-Budget-Flachbildschirm quasi. Und wo wir gerade schon bei Bildschirmen sind, meine lieben Freunde, ich glaube, jeder hatte schon mal die Situation, dass die Eltern zu einem meinten, hey, warum sitzt du hier drinnen vor deinem Computer oder vor der Playstation am Zocken? Geh doch nach draußen. Und ich glaube, auch wenn man arbeitet, denkt man sich häufiger mal, hey, ich sitze gerade hier drin und muss arbeiten und draußen ist so schönes Wetter. Man kann das Ganze einfach so machen. Ja, ich glaube, da brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Der nächste Lifehack dreht sich um die Wiederverwertung von Kinderpuppen. Also von so Babyborn-Puppen etc. Und zwar braucht man die nicht einfach wegschmeißen oder keine Ahnung was, sondern man kann sie wiederverwerten. Und zwar kann man einfach den Kopf nehmen, alles was da drin ist, rauspacken und es so hinstellen. Und es ist auch eine super Lampe für Kinder, wenn man da beispielsweise einfach eine LED-Biene reinschraubt. Ja, die Kinder werden sich mega freuen darüber und bestimmt auch gar keine Angst bekommen. Regt es euch auch so unfassbar doll auf, dass wenn ihr euch irgendwas kochen wollt, dass ihr erstmal so ein paar Minuten warten müsst, bis das Wasser überhaupt anfängt zu kochen? Ich habe eine Idee für euch. Und zwar könnt ihr einfach Wasser vorkochen und das dann in den Gefrierschrank packen, sodass es halt länger haltbar ist. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich spare an sich so viel Zeit. Das hier ist auch ein starker Lifehack. Also wenn ihr so einen Plastikdeckel übrig habt von einem Getränk, könnt ihr da einfach eure Orangen drauf platzieren, weil ich meine, wer präsentiert nicht gern seine Orangen? Ich kann mich gar nicht ernst nehmen in dem heutigen Video. Mit diesen ganzen bescheuerten Lifehacks. Aber gut, ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten bescheuerten Lifehack. Und zwar, falls ihr kein Geld habt für einen Feuermelder, könnt ihr auch einfach eine Packung Popcorn und an die Wand hängen. Und wenn ihr irgendwann, wenn ihr dann beispielsweise gerade oben seid oder im Keller oder keine Ahnung wo und ihr hört auf einmal, dass ganz viele Popcorn poppen, dann wisst ihr, hey, die Küche brennt. Ey, das ist so blöd. Was auch blöd ist, ist der nächste Lifehack. Jeder Lifehack heute ist irgendwie blöd, aber ja, falls ihr keine Spaghetti-Packungen mehr habt oder keine coole Aufbewahrungsglasbox, wo man die Spaghetti-Dings reinstellen kann, die Spaghetti-Nudeln, könnt ihr auch einfach eine Schlange nehmen. Ey,
Ich weiß nicht, ob nur ich so einen dummen Humor habe und über sowas lachen kann. Allerdings würde ich sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Lifehack. Und zwar, wenn euer Auto irgendwelche komischen Geräusche von sich gibt. Wenn der Motor irgendwie dumm aufjault oder wenn irgendwelche Alarmsignale ertönen, dann macht einfach das Radio laut, bis ihr das nicht mehr hört. Beruhigt dich, Leute. Wir machen weiter mit dem nächsten Lifehack, Freunde. Und zwar könnt ihr so euren Bagel stabilisieren, wenn ihr ihn durchschneiden wollt. Und dann habt ihr auch noch automatisch rote Soße und ein bisschen Fleisch. Das Video hier kann ich eigentlich gar nicht hochladen. Allerdings, meine lieben Freunde, wieder back to business, hier wieder komplett seriös und professionell unterwegs. Der nächste Lifehack handelt davon, dass wenn ihr beispielsweise einen beschissenen Tag habt, dann habe ich hier einen Tipp für euch, beziehungsweise den Lifehack. Setzt euch einfach eine Sonnenbrille auf, dann habt ihr keinen beschissenen Tag mehr, sondern eine beschissene Nacht. Und, meine lieben Freunde, falls ihr irgendwann mal allein sein solltet oder euch allein fühlen solltet, nehmt euch einfach einen Handschuh und füllt dort warmes Wasser rein und umarmt diesen mit eurer Hand. Dann fühlt ihr euch definitiv nicht mehr allein. Ja, ey, wer sich die Scheiße ausdenkt, ne? Da musst du schon ziemlich allein sein. Allerdings ist das hier der nächste Lifehack, meine lieben Freunde. Und zwar, wenn euch euer Handybildschirm zu klein ist, könnt ihr es einfach in ein Glas Wasser stellen und das vergrößert den Screen um bis zu 20%. Das hört sich ja an wie eine Apple-Präsentation, Alter. So krass, wie ich das hier rüberbringe. Allerdings würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Lifehack. Wir verlieren hier gar keine Zeit, meine lieben Freunde, weil ich habe diesmal wirklich echt eine Menge Lifehacks rausgesucht. Das Bild kennt, glaube ich, jeder. Man hat seine Küche voll mit dreckigem Geschirr. Der Lifehack gerade handelt allerdings nicht davon, dass man sich dann seine saubere Spüle irgendwie ausdrückt und das da drauf legt, sondern ihr nehmt einfach sauberes Geschirr und stellt es in diese Geschirrbox rein, dass wenn Gäste kommen, die denken, hey, der arbeitet gerade schon da dran, aber eigentlich tut ihr das gar nicht. Also das ist auch ein sehr guter Lifehack. Was allerdings auch ein sehr guter Lifehack ist, ist das hier, was ihr gerade schon eingeblendet seht. Und zwar bekommt ihr so kein Ticket. Ihr bekommt so kein Ordnungsamt, Verwarn, Dings, Bums, Knöllchen, wie auch immer das heißt, weil die können es ja nirgendwo drunter klemmen, wenn eure Scheibenwischer einfach hochstehen. Und der nächste Lifehack hat auch etwas mit Autos zu tun. Und zwar, wenn euer Reifenprofil abgefahren ist, gar kein Problem. Kauft euch einfach ein Edding. Ist viel günstiger als ein neuer Reifen. Könnt ihr einfach raufmalen und geht auch viel schneller als ein Reifenwechsel. Also da wurden wirklich 37 Fliegen mit 420 Klappen geschlagen. Und wo das Ganze auch der Fall ist, meine lieben Freunde, ist dabei, wenn ihr beispielsweise mal ein Selfie machen wollt mit einem Free-Handed Selfie-Stick. Also ihr macht ein Selfie ohne eure Hände. Das funktioniert nämlich so. Ja. Das sieht wirklich wundervoll aus, das Foto. Kommen wir nun allerdings zu den 5 letzten Lifehacks, die ich fürs heutige Video vorbereitet habe. Und ich würde sagen, die ratter ich einfach mal jetzt hier zum Ende durch. Und zwar ist das hier der erste Lifehack. Wenn ihr wieder mal nicht euer Geschirr gespült habt, könnt ihr einfach eine Paprika benutzen und dort raus euren Tee trinken. Das hier ist der viertletzte Lifehack. Wenn ihr im Restaurant beispielsweise $17.47 bezahlen müsst, könnt ihr einfach als Tipp draufschreiben -$17.47, dann bezahlt ihr nämlich gar nichts. Das hier ist der drittletzte Lifehack. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, hey, warum ist hier so eine Heckenschere am Start? Naja, wenn ihr normale Apple-Kopfhörer habt, könnt ihr diese Schere benutzen, um daraus einfach AirPods zu bekommen. Das hier ist auch ein sehr guter Lifehack. Und zwar, wenn ihr einen Plastikcup habt, könnt ihr dort einfach eine Stange von abschneiden. Dann könnt ihr den Plastikbecher halten. Nach ein paar Sekunden habt ihr da wahrscheinlich kein Trinken mehr drin, aber zumindest könnt ihr den Plastikbecher gut halten. Und das hier ist der letzte Lifehack, meine lieben Freunde. Wenn ihr nur noch ein bisschen O-Saft habt, könnt ihr einfach die Flasche kippen, beziehungsweise das Tetra-Pack kippen. Und dann seht ihr schon, auf der rechten Seite habt ihr auf einmal wieder eine volle Flasche O-Saft. Und damit würde ich das heutige Video jetzt auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, meine lieben Freunde, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was eurer Meinung nach der dümmste dieser Lifehacks war. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, weil ich habe noch hunderte mehr von solchen Lifehacks gefunden. Ob ich im nächsten Video die mal selbst ausprobieren soll, könnt ihr mir auch gerne mal sagen. Wie zu Beginn schon gesagt, dieser Hoodie hier, der existiert seit. Den gibt es seit ein paar Tagen im luka-shop.de. Das ist ein neuer Smiley-Hoodie. Hier unten steht, wenn man mal ganz nah ranzoomt, kann man es eventuell erkennen. Soll ich dir die Birne an deinen Kopf schmeißen oder was? Wer das hieß, ist doof. Steht da. Also schaut gerne im Luka-Shop vorbei. Da gibt es auch noch ganz viele andere Produkte. Abonniert meinen Kanal, falls noch kein Teil von Luke Fruit seid. Das ist auf jeden Fall eine super Entscheidung. Und jetzt kommt's Outro.